Yeah! Yeah, ich habe bald meinen ersten Auftritt. Wie kann ich mich darauf vorbereiten? Hallo und herzlich willkommen hier bei den Saxophon-Praxistipps. Hier behandle ich ja die Fragen meiner Sax-Master-Schüler. Ja, und das ist eine tolle Frage, die mich als Lehrer natürlich besonders freut, wenn meine Sax-Master-Schüler so weit sind, dass sie endlich mal ihren eigenen Auftritt spielen können. Ja, das ist natürlich ganz, ganz klasse und da ist man natürlich auch sehr, sehr aufgeregt. Ja, wie kann man sich darauf vorbereiten? Also ich kann dir ein paar Tipps aus meiner Praxis geben. Erstens, ich mache das so, wenn ich einen Auftritt habe mit einer meiner Bands und sagen wir mal eine Band, in der auch schwierige Stücke zu spielen sind, die vom Notenlesen her und vom Spielen her ein bisschen schwierig sind, dann fange ich meistens 14 Tage vorher an, dieses Programm jeden Tag zu üben. Ja, und dann spiele ich alle Songs oder zumindest die schwierigen Songs jeden Tag einmal durch. Dann bin ich nach 14 Tagen ganz gut trainiert, ganz gut eingespielt und dann kann ich das ganz gut beim Konzert machen. Das ist vielleicht schon mal ein ganz guter Tipp. Und wenn zum Beispiel da auch ein Solo ansteht, dann versuche ich auch das Solo jeden Tag mal durchzuspielen. Da kriegt man dann auch diese Routine, auch im freieren Spiel beim Solo. Ich gucke dann, dass ich irgendwie ein Playback mir besorge. Ich habe ja von meinen Sachen natürlich Playbacks, aber zum Beispiel, wenn du mit ein paar Kumpels spielst und du hast kein Playback, dann bitte doch mal deine Mitmusiker, den Song zu spielen ohne dich, ja, oder den Improvisationsteil ohne dich zu spielen, einfach mal so durch, so 2, 3, 4 Mal oder 2, 3 Minuten und du nimmst es auf wegen mir mit dem Handy und dann hast du dein eigenes Playback und kannst da zu Hause dazu dein Solo üben. Und dieses regelmäßige Üben, so 14 Tage vorher, das bringt natürlich für das Konzert schon ein bisschen Ruhe, Sicherheit. Du bist ja vielleicht nicht ganz so aufgeregt, wenn du auf die Bühne gehst. Ich bin übrigens auch immer noch aufgeregt, auch nach vielen, vielen Jahren. Aber wenn man das 14 Tage jeden Tag geübt hat, dann ist man nicht mehr ganz so aufgeregt. Dann hat man so ein bisschen Sicherheit, so nach dem Motto, ja, hat ja die letzten 14 Tage beim Üben immer geklappt. Und dann gibt es noch einen Trick, wenn du dann auf der Bühne stehst und spielst dein Solo, dann spiel bitte nicht 100%. Das, was du kannst, und geh ein bisschen runter, ja, spiel ein bisschen einfacher. Das heißt, versuch nicht so die schwersten Läufe zu spielen, die du gerade so hinkriegst und die schwersten Sachen, sondern spiel vielleicht auf der Bühne nur 40-50% von dem, was du rein technisch eigentlich könntest. Das bringt dir dann wieder Ruhe und du kommst dann auch nicht so leicht raus und das ist eigentlich dann ganz gut, um so einen Auftritt dann auch gut zu überstehen und im Endeffekt ein bisschen lockerer zu spielen, schöner zu spielen, mit ein bisschen mehr Druck zu spielen und dann auch selber dabei Spaß zu haben. Yeah! Und dann finde ich es natürlich klasse, wenn meine Schüler ihren ersten Auftritt haben und wünsche viel Spaß dabei und ich hoffe, dass ich mir den Tipps ein bisschen helfen konnte und lade dich hier ein, mich mal zu besuchen bei den Saxmasters, meiner Online-Saxophon-Schule. Wir haben hier Kurse für Einsteiger, für Fortgeschrittene. Wir haben einen Improvisationskurs, wir haben einen Realbook-Kurs, in dem wir die Jazz-Klassiker alle durchgehen. Und da gibt es einen kostenlosen Testmonat. Du kannst das einen Monat lang kostenlos ausprobieren und ganz unverbindlich ausprobieren, ob dir das gefällt. Und wenn es dir gefällt, dann kannst du dich anmelden nach einem Monat. Dann wirst du ein Saxmaster-Schüler. Und da freue ich mich drauf. Bis dann. Ciao. Thank you.